Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Special-Video hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Ja, warum mache ich jetzt dieses Video? Ich habe vor ein paar Tagen, also eigentlich gestern, glaub, ich meine es war gestern, vom lieben Axel aus Halle, also einer, der ein Zuschauer von mir ist, der hat mir eine E-Mail geschrieben und hat gemeint, hey hör mal, also morgen ist doch überall dieser Fountain Pen Day und bei Papier und Stift und bei Apfelbaumpennen und bei einigen anderen gibt es im Moment so diesen Sonderrabatt, aber auch nur heute, nur heute. Wie wäre es, wenn du da mal so ein kleines Sondervideo machst und mal sowas erzählst, zum Beispiel, wie bist du eigentlich zu Füllern und Tinten gekommen? Und da habe ich mir gedacht, okay, warum eigentlich nicht, ne? Also ich bin ja immer mal da so dankbar, wenn Zuschauer mir so ihre Videowünsche äußern. Und wenn ich das machen kann, dann mache ich es auch. Ne? Klar, warum auch nicht? Und ich meine, ich habe das schon mal in einem FAQ-Video schon mal erklärt, aber ich erkläre es gerne noch einmal. Ja. Ich war eigentlich schon immer sehr, sehr Fülleraffin gewesen, beziehungsweise sehr, sehr Stifteaffin. Ja. Und bevor ich den Weg zu Füllern gefunden habe, hatte ich immer nur Kugelschreiber. Ganz, ganz viel Kugelschreiber. Zumeist nur irgendwelche, ich sag jetzt mal, billigen Kugelschreiber von irgendwelchen Firmen als Werbung gedacht, ja. Und dann eine Weile habe ich sogar auch mal Tintenroller gehabt. Ja, auch so ganz billige aus dem Discounter oder sowas, ja. Und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, so, du magst Stifte. Und wenn ich jetzt mal so meine Schublade gucke, ich habe bestimmt 2000 Stück oder was, ja. Und irgendwie, ich liebe sie alle, aber wenn ich damit schreibe, so wirklich Spaß machen die mir nicht. Ja, weil du musst immer fest drücken, damit überhaupt etwas sichtbar ist von dem, was du schreiben möchtest, ja. Und also habe ich dann irgendwann angefangen, ich habe 2017 eine junge Dame kennengelernt, die hat sich von mir zum Geburtstag einen Brief gewünscht. Einen Brief einfach, also jetzt nicht irgendwas, so ein Liebesbrief oder sowas, ja klar, sondern einen Brief halt eben, worüber sie sich freuen kann. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist ja ein sehr bescheidener Wunsch, den erfülle ich ihr mal, ja. Aber nicht mit Kugelschreiber und recycelbarem Papier oder was, ja. Also, wenn dann richtig, ja. So, und dann bin ich hier bei uns in Rüsselsheim in einen Büroshop gegangen und habe ja noch überhaupt keine Ahnung gehabt, was kaufst du denn jetzt, ja. Und dann habe ich mir mal so die ganze Auswahl angeschaut, was sie da hatten. Und Lamy hatten sie einiges da. Und ich hatte damals schon in meiner Schulzeit in der Förderstufe, also 5., 6. Klasse, einen Lamy Safari. Ja. In der Grundschule habe ich ja angefangen mit einem Pelikan Pelicano. Und ich habe das Ding geliebt. Ich habe davon zwei, drei Stück gehabt. Zwei, drei Stück, warum? Ja, ganz einfach. Ich habe ja ADHS und ich hab das ja schon immer gehabt. Und damals als Kind habe ich diese Liebe zu diesen Schreibgeräten noch nicht so gehabt. Und wie das halt einmal so ist, ne, mit der Impulskontrolle, habe ich dann mal in meiner Wut den Füller mit der Feder auf den Tisch. Bumm! Kaputt. Scheiße. Ja, und die anderen beiden, die ich dann hatte, die habe ich dann immer dann zerkaut. Ja, also ich kenne es ja bestimmt, dass man dann den Füller dann hier so hat, ne, und man schreibt damit und dann während des Unterrichts, man kaut darauf rum, aus Langeweile oder so, oder man will mal etwas schnell korrigieren und dann, anstatt hinzulegen, steckt man den Füller in den Mund, hält zwischen den Zähnen fest und es gibt halt eben Abdrücke. Und ja, der Lamy Safari, den ich damals hatte, der war richtig gut, muss ich sagen, ja. Ich habe den leider verloren, schade. Aber ich muss auch sagen, die Lamys, die es damals gab, das war damals der letzte Schrei. Das war, wer einen Lamy Safari hatte, der war der King. Das war, boah, das hat noch was dargestellt, ja. Weil die Dinger, die waren teuer. Die haben damals 20 Mark gekostet, Leute. 20 Mark, 10 Euro. Überlegt euch das mal. Die Dinger, die kosten heute so 15 bis 20 Euro, ja. Und dann irgendwann
Wie gesagt, ich stand dann hier in Rüsselsheim bei uns im Zeitschriftenladen und habe einen Füller gesucht, um einen Brief zu schreiben für meine gute Freundin. Und dann habe ich mir dann gekauft einen Lamy Studio in Racing Green. Ich habe mir gedacht, so, boah, die Farbe ist total geil. Grün, doch so dunkles Grün mit so einem leichten metallischen Schimmer dabei. Wahnsinn. Mit einer F-Feder. Da habe ich noch nicht so gewusst, die Unterschiede zwischen den einzelnen Federstärken und Tinte. Was gab es an Tinte? Pelikan, Königsblau, Lamy, Königsblau, Lamy Schwarz, Pelikan Schwarz. Ich glaube, das war's. Parker Quink Tinte haben sie noch so ein bisschen gehabt. Also habe ich mir dann die Lamy Schwarz mal mitgenommen, weil die gab es damals in diesen kleinen Fläschlein da. Ja, habe ich gleich mitgenommen. Und hab dann zu Hause dann ausprobiert und fand es so, oh, schön, es kratzt zwar ein bisschen, weil es ist halt eine F-Feder. Und von Lamy noch dazu, tut mir leid. Aber dennoch, es hat trotzdem irgendwie, es hat was, es hat was. Da kam Mojo rüber, so ein bisschen Liebe, ja. Und dann hat mir dann das Hobby dann so gut gefallen, so, hey, das ist ja richtig geil. Ja, ich habe zwar eine Weile in mein Notizbuch dann mit einem Lamy Drift, Swift. Hieß der Swift? So ein Ballpoint. Ne, nicht Ballpoint, Rollerball. Also so ein Tintenroller. Und der hat immer geschmiert und hat auch ständig gestockt. Und dann so, nee, Dreck, alles Dreck. Ich bin da ja ziemlich radikal bei sowas. Ne? Also, wenn mir was nicht passt, wenn mir was nicht gefällt, dann immer gleich Dreck. Weg, Mist, Schrott, weg mit. Ja, und dann kam halt eben so die langsam so die Ära, wo ich mich für Füller interessiert habe. Der nächste Füller, den ich dann gekauft habe, war ein Twisby Diamond 580 in Rot-Blau. Das ist der jetzt mittlerweile im Meerschweinchen ist, also im toten Meerschweinchen liegt, ja. Und dann ist das immer weitergegangen, ne? Dann habe ich mir gedacht, so, jetzt hast du die Lamy Schwarz. Dann habe ich mir noch die Parker Quink Blau-Schwarz gekauft. Das waren so die ersten zwei Tinten, die ich hatte. Und dann habe ich mal, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das gewesen ist. Ich habe im Internet, ah ja, genau, im Internet, bei YouTube habe ich ein Video gesehen von einer jungen Dame. Ich glaube, der Kanal hieß Katzenliebe oder so. Katzenmagie, irgend sowas. Und die hat dann eben dieses Skull and Roses Fläschlein gehabt, ja. So, ich habe es ja da hinten, ich kann es gerade nicht zeigen. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist ein schönes Blau. Guck's mal auf Amazon. Habe ich auch gefunden und gleich bestellt. Und das Paket kam und kam einfach nicht. Und dann irgendwann bekam ich dann vom Verkäufer eine E-Mail. Ja, das Paket kam wieder bei mir zurück. Was war los? So, ja, ich war da. Der Postbote hat nicht geklingelt. Auch nicht dreimal. Der hat gar nicht geklingelt. Was war denn jetzt? Ja, wo bist du denn mit deinem Büro? Ne? Wo hast du denn deinen Laden? In Wiesbaden. Gut, Wiesbaden ist jetzt von mir, sagen wir mal, so 10, 15 Minuten mit dem Auto entfernt. Aber ich sage so, pass auf, ich komme vorbei. Ja, Adresse gegeben, ich komme vorbei. Macht er eigentlich normalerweise nicht, ne? Dass er dann Kunden bei sich aufschlagen lässt. Und dann bin ich dann da rein und hab er gedacht, ne, so, ja, Stefan Christoph Lucht. Also Stefan Lucht, ne, der Diamine Sailor Visconti Vertrieb, Pineda Vertrieb für Deutschland. Erwartet dich jetzt so ein Typ, ne, mit Goldringelchen am Finger und Krawatte, mit Schlips hier bis hier oben hin. So. Also eigentlich so der Schlag von Menschen, den ich nicht unbedingt jetzt so mag, ja. Also so Typ Bonzen, ja. Aber dann kam ich in dieses Geschäft rein, so. Stand da so ein großer, schlanker Mann vor mir mit Brille, fast Glatze, so wie ich halt normalerweise. Die Haare sind wieder mittlerweile ein bisschen lang geworden, ich musste wieder abschneiden. Und so einen langen Rauschebart, ja. So ein schwarzes T-Shirt, AC/DC. So geil. Und dann schweift mein Blick so in den ganzen Raum hinein und sehe dann in der Ecke, sehe ich dann hinter so ein paar Kisten zum Versenden versteckt. Eine E-Gitarre, eine Epiphone Emily the Strange. Wer von euch Gitarre spielt, wird das vielleicht etwas sagen. Und das ist natürlich dann für mich dann so gleich so, hey, Liebe. Ja, macht einen natürlich gleich sympathischer, wenn man dann sieht, okay, der hat die gleiche Leidenschaft wie du,
Also erst einmal ein bisschen Smalltalk über das andere Hobby gehalten und dann so, pass mal auf, so hier, ich habe doch die Tinte bei dir bestellt. Ja, da ist das Paket, da kannst du haben. Pass auf, ich komme gleich wieder. Ist er dann in sein Lager gegangen und hat mir dann so ein kleines Fläschlein Diamine Warm Brown mitgegeben, hat gesagt, pass auf, probier das mal aus. Das ist eines der meistverkauftesten Brauntöne, die er momentan hat. Probier die mal aus. So quasi als Geschenk, ja. Und dann, damit ist quasi so die Liebe so ins Rollen gekommen. Und dann kam eine Tinte nach der anderen, ein Füller nach dem anderen. Und schon ziemlich geil, ja. Also natürlich, meine beste Freundin damals, die hat dann ihren Brief bekommen, natürlich. Ja, und hat sich auch darüber gefreut. Den Füller von damals, den Lamy-Studio, den habe ich mittlerweile nicht mehr. Also ich habe noch einen Lamy-Studio, aber nicht mehr den in Racing Green. Den habe ich dann hergegeben, weil ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt, ne? Lamy hat sich bei mir nicht als qualitativ gut bewährt, sage ich jetzt mal, ja. Halt eben wegen den Federn. An den Füllern selber ist nichts auszusetzen. Die Füller selber sind wunderbar. Es sind immer die Federn. Immer die Federn. Leider aber ist die Feder auch an einem Füller immer so das Aushängeschild, ne? Wenn man den Füller in die Hand nimmt, man schreibt damit und es macht krrr, ja, Scheiße. Das geht gar nicht, ne? Wenn man sich einen Füller kauft und man muss den noch bearbeiten, großartig, dann ist oft problematisch, ne? Bei einem Schulfüller mehr oder weniger, ne? Der Studio, der kostet ja auch nicht gerade wenig, ne? Der ist ja auch, das kostet der 40, 50 Euro, je nachdem, welche Edition der ist, ne? Egal. Also auf jeden Fall, den habe ich mittlerweile nicht mehr. Ich habe jetzt noch einige Allstars da. Einen silbernen, den Steel Lamy Studio habe ich noch da. Und ja, ich bin mittlerweile so ein bisschen dabei, meine Füllersammlung so ein bisschen auszudünnen, um Platz und Kapital zu schaffen für Neues, ja. Auch ich habe schon bereits den Rabatt, den Sonderrabatt vom Fountain Pen Day in Anspruch genommen und bei Anja Gebler den Caveco Supra in Fireblue bestellt, ja, mit BB-Feder. Also ihr könnt euch freuen, demnächst kommt noch ein extra Review dafür, klar, was sonst. Und ja, und weil heute ja dieser nationale Feiertag ist, nur für uns Fountain Pen Fans. Ich finde, wir sollten echt frei bekommen. Also sollte ein Feiertag sein, wie Weihnachten, wie Heiligabend. So. Müssen nicht arbeiten gehen, um den Fountain Pen Day zu huldigen. Was meint ihr? Ich kann mir schon denken, was die Antwort ist. Ja, okay, Freunde. Und damit bin ich eigentlich schon wieder am Ende für heute. Aber eine ganze Kleinigkeit habe ich jetzt noch für euch. Und zwar gibt es was zu gewinnen. Und zwar habe ich ja bei meinem Besuch im Sommer, als ich mit der Chrissy bei der Papierenstift war, habe ich eine kleine Flasche bekommen. Eine kleine, was heißt eine kleine Flasche? Diamond A Night in Jodhpur. Ja, also der Anja Geblers ja, Exklusiv-Tinte quasi. Und die will ich verlosen, Leute. Und zwar, alles, was ihr dafür tun müsst, ist mir in die Kommentare schreiben, was würdet ihr euch am Fountain Pen Day, ne, mit diesem Rabatt, was würdet ihr euch davon kaufen? Welchen Füller, welche Tinte, was würdet ihr euch davon kaufen? Ja, eine Woche habt ihr Zeit, ja, Datum bis wann schreibe ich dann in die Beschreibung hinein, ja, und ja, könnt ihr teilnehmen, dann gewinnt ihr, ja, wird natürlich verlost, klar, und der Gewinner bekommt dann hier diese kleine Flasche voll, nagelneu, Diamine A Night in Jodhpur. Richtig schöne Tinte, ja. Und ich meine, Anja Gebler hat auch gesagt, momentan, ihr Vorrat an dieser wunderschönen Tinte neigt sich langsam dem Ende zu. Ja, das heißt, wenn weg ist, ist weg. Nachgeliefert wird nicht, ja. Also, wenn ihr noch einmal die Gelegenheit habt, wollt, eine Buddel zu bekommen, dann macht ruhig mit, gell? Soll ja auch Spaß machen. Okay, Freunde, also, das war's dann wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat dieses Sondervideo so ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann gerne ein Like. Abonniert mich auch und dann sehen wir uns bis zum nächsten Review. Bis bald, Freunde. Und ciao.